möchte Ihnen heute dieses Bild von Ferdinand Krivek vorstellen. Es trägt den Titel Painted Poems 28. Krivek war geboren 1942, gestorben 2018, war ein sehr vielseitiger Künstler. Er hat Installationen gemacht, er hat Texte geschrieben, er hat prämierte Hörspiele gemacht und er verstand seinen Schwerpunkt in Sprachkommunikation. Erinnern Sie sich dran? Painted Poems, gemalte Gedichte. Gedichte hört man, sie werden gesprochen. Gedichte kann man sehen, geschrieben oder gemalt. Eine Idee, zwei Formen des Ausdrucks, interdisziplinär. Aus zwei Gründen habe ich dieses Bild ausgewählt. Zunächst, weil es hier im sogenannten Gartensaal hängt. Es ist die letzte Station unserer Standardführung. Danach verlassen die Gäste die Villa, gehen hinaus in den Garten, sehen sich den Skulpturenpark an und genießen den Blick auf die berühmte Blaue Mauer, den Nordrand der Schwäbischen Alb. Während der Führung im Haus erfahren die Gäste einiges über das Ehepaar Greta und Ottomar Domnig. Wir geleiten die Gäste durchs Haus und es lässt sich nicht vermeiden, sie sind dauernd von abstrakten Bildern umgeben. Ein wenig spiegelt sich die andauernde Wirkung der Bilder in den Mienen der Besucher wieder. Vor allem jene, die nicht sehr häufig Kontakt mit abstrakter Kunst hatten, wirken etwas beunruhigt. Man kann erraten, dass in ihrem Inneren so eine Art Fragestunde abgehalten wird. Was soll das alles? Was wollen die Maler uns eigentlich zeigen? Die Unruhe bleibt erhalten, bis wir hier zum Gartensaal kommen. Ein Blick auf die beiden Gemälde von Krivek erhellen und beruhigen die Gesichter. Warum das? Mein persönlicher Eindruck ist, dass unsere sorgenvolle Gäste sich plötzlich wieder auf sicherem Boden befinden. Was Sie sehen auf Kriveks Bildern auf den ersten Bild sind Buchstaben, Wörter, Satzelemente. Vielleicht fühlen Sie sich jetzt auf sicherem Terrain. Sie erkennen Schrift. Endlich kann man etwas lesen, vielleicht um besser zu verstehen. Aber schon der zweite Blick zeigt, dass die gewünschte erhellende Erklärung da nicht zu finden ist. Zwar kann man Wörter isolieren, shame, along, neid vielleicht. Aber was sagen Sie im Zusammenhang? Ich glaube, meine Gäste sind in eine Falle gegangen, in eine aufklärerische Falle, die Künstler und Kunst uns allen stellen. Was also sehen wir wirklich, wenn wir ein Gemälde sehen? Was sehen wir auf den ersten Blick? Wir sehen ein Bild an der Wand, wir sehen eine Fläche und auf der Fläche sind Farben und Muster. Hier die Farben Rot, Blau, Schwarz, Grün. Wir sehen Muster, klein, groß, krumm, gerade. Wir möchten glauben, es seien Buchstaben. Und das ist es, was wir wirklich zunächst sehen. Aber natürlich sehen wir nicht allein mit unseren Augen, unserer Kamera, wir sehen mit unserem Gehirn, unserem Alltagsverstand. Er interpretiert, was wir sehen. Hier zum Beispiel sagt er uns, das sind Buchstaben. Ja, aber es sind auch Formen. Aber im Alltag ist wichtig, Schrift zu erkennen.
Und was sagt uns jetzt das? Was sagt uns die Kunst, die Künstler, die Fallensteller, der Herr Krivet? Sie erinnern uns daran, an unsere Fähigkeiten und dass sie umfangreicher sind als das, was im Alltag gebraucht wird. Wir können mehr sehen und anders sehen, als es die alltägliche Routine von uns verlangt. Krivet sagt, hier vor euch hängt ein Bild. Es ist eine Fläche mit einer Komposition aus Farben und Formen. Entscheidet, ob ihr sie mögt, übt eure Fantasie daran, seid kritisch und seid euch eurer Wahrnehmung bewusst. Etwa mit dieser Einstellung kann man hier durch die Ausstellung abstrakter Gemälde gehen, seine Fantasie walten lassen und sich fragen, was sehe ich eigentlich wirklich, außer Farbe auf Fläche.